Guten Abend. Da ist er wieder. Heute bin ich mal ganz spät. Für meine Verhältnisse extrem spät. Mal gucken, wer heute vielleicht ein bisschen reinspitzt. Heute bin ich auch total unschlüssig, was ich mache. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen was braun, rot, Karamell, so in dem Eck habe ich mir hergelegt. Mal schauen. Werden wir gleich sehen. Wer reinkommt, sagt Hallo, Hallo, Hallo. Ladies, wie war euer Tag? Die Sonne war da. War es nicht toll? Ein Mega-Wetter. So kann es meinetwegen bleiben. Es war so schön warm schon draußen. Heike, du hast doch bestimmt wieder mit dem Kaffee draußen gesessen. Gib's zu. Und wenn du es gemacht hast, richtig so. So, so. Also schauen wir mal hier. Mal die 7 Sachen zusammenrichten. Ein bisschen was habe ich schon hergestellt. Primer habe ich schon drauf gemacht. Soll ja einziehen. Hallo Heike, habe ich doch gesehen, dass du da bist. Ich mache mal schnell ein Lippenpeeling. Und die nach dem Winter, echt Pflege brauchen ohne Ende. Claro, sehr gut. Alles richtig gemacht. Ey, bei dem Wetter, ne, da kommt man ja geschlagen, wenn man nicht rausgeht. Das ist ja übel. Es war heute schon richtig schön. Wie Frühling hat sich das angefühlt. Wahnsinn. Ich peele, deswegen mache ich hier... Und gleichzeitig schüttel ich mal. Schnell mal ausdrucken. Und nochmal. Ja, heute mal schauen. Heute wird es wahrscheinlich jetzt echt so ein bisschen Karamell, Braun und vielleicht so ein bisschen einen roten Schimmer noch mit rein. Mal gucken. Genau, bei dem Wetter. So sieht's aus. So, ich mag den Zucker nicht schlucken. Ich mache mir den immer wieder weg. Aber es ist cool, wenn die Pilzchen sind die so schön zart. Können wir gleich mal noch Pflege drauf machen, wenn schon. Und mal nachher wieder einen schönen Lippenstift drauf knallen, ne? Weil das ist auch so was Wichtiges. Die Haut und die Lippen müssen gepflegt werden, sonst wird das nichts mit dem Make-up. Da kann man noch so tolles Make-up kaufen, wenn der Grundstock sozusagen nicht passt. Dann passt der Rest auch nicht. Aber seht ihr das? Ich weiß nicht, wer jetzt schon wirklich regelmäßig und länger zuschaut. Die war viel schlimmer. Ich war extrem rot. Das, also, ich vermute ja schon, dass es jetzt durch die Pflegelinie kommt, die ich seit 14 Tagen jetzt nutze. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen warten mit dem Fotografieren und Vergleichsfoto, weil ich finde, 4 Wochen möchte ich auf jeden Fall mal verlaufen lassen. So. Wie immer, ne? Die Tropf. Muss man echt aufpassen, ne? Okay, heute sind wir mal nicht so. Heute gibt es mal 6 Tropfen. Das waren ja kleine Holz, wieder. Minis. Aber die reichen. Und das ist halt auch das Coole, ne? Weil ihr könnt euch vorstellen, wie lange dann so eine Foundation hält. Wenn man wirklich nur solche Tropfen braucht hier. Für den ganzen Tag. Also, sieht mal lustig aus wie Sommersprossen. Erstmal überall hin. Die Deckkraft ist echt phänomenal. Und das hat auch schon einen schönen Duft. Die Foundation hat mega schönen Duft. Nicht aufdringlich, aber so ein bisschen blumig. Riecht einfach lecker. Mal gucken, wer jetzt noch alles dazu kommt heute. Brauche ich heute ein bisschen, ihr müsst mir ein bisschen Tipps geben. Ich bin heute völlig ohne Plan. Ich habe heute den ganzen Tag Büro gemacht, deswegen war da echt, ging da gar nichts. Büro, Büro, aber das muss halt auch mal sein, ne? Mein Büro und das Büro meines Mannes. Ja,
Erstmal mit beschäftigt. So, erstmal. Ich glaube, wir brauchen heute gar nicht groß mit dem Blenderei. Das ist so schön heute eingezogen, hat sich so schön verteilt. Wie gesagt, es waren echt wieder nur 5 Tropfen. Ich finde, das ist echt phänomenal. Diese Deckkraft ist echt cool. So, machen wir mal weiter mit den Augenbrauen, weil ich habe die gestern ein bisschen gezupft. Mal gucken, ob ich die jetzt so langsam, ne? Ich will die ja in so einem bestimmten Shape haben und versuche das schon die ganze Zeit jetzt immer so dahin zu zupfen. Und jetzt so langsam funktioniert es auch, dass hier dann definitiv mein höchster Punkt ist. Also jetzt so langsam kommen wir da ran. Da ist es noch ein wenig rund, aber das ist halt, die wachsen halt so bei mir. Da muss ich halt immer ein bisschen Step by Step. So, jetzt definieren wir die noch ein bisschen, aber gar nicht so dolle heute. Gehen ja auch nicht mehr aus dem Haus. Ne, mein Mann freut sich halt an, ne? Hat er schon ein paar Mal gesagt, wer sind sie? Wo ist meine Frau? Danke. Seht ihr? Jetzt habe ich tatsächlich, also, das, ich glaube, das habe ich jetzt bald so, wie ich es will. Wie gesagt, ich habe gestern noch ein bisschen gezupft, weil eh wieder notwendig war. Und da habe ich echt gleich versucht, das ein bisschen so zu zupfen, dass ich den Bogen so ein bisschen dann dahin kriege. Hier oben ging es noch gar nicht gut, aber da ging es eigentlich schon relativ gut. Mal schauen. Wenn ihr ab und zu mein Kind mal schreien hört, nicht wundern, der zockt. Das ist immer schlimm. Die Frau Meier von oben hat einmal gesagt, was macht denn der Jonas immer, wenn der so schreit? Voll peinlich. Ja, der zockt nur. Und wenn er dann irgendwie halt rausfliegt oder getrennt wird von seiner Mannschaft, dann hört man das. Also es kann sein, dass da ab und zu mal ein Schrei kommt. Ui, jetzt hat er das gepfeift, jetzt kommt der nächste. Ist wieder was los. Hallo Tanja. Schön, dass du reinschaust. So, Dele. Jetzt können wir gleich mit dem Bürstchen, das auf der anderen Seite vom Augenbrauenstift ist. So ein kleines, kennt ihr bestimmt auch schon. Da kämme ich mir die jetzt noch so ein bisschen. Ja, das wird schon langsam. So wie ich das möchte. Schon viel besser. Im Gegensatz zu gestern. Ja, mit den Augenbrauen, da stand ich echt lange auf Kriegsfuß. Das ist auch gar nicht immer so leicht. Vor allem ist es auch ganz komisch. Manchmal werden sie richtig toll und manchmal, oh. Naja. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber seht ihr, hier ist noch kein Knick zustande gekommen. Da konnte ich das auch noch gar nicht zupfen, weil das nicht geht. Die waren vorher anders gezupft und jetzt muss das erstmal wieder wachsen, dass ich es dann wieder zurecht zupfen kann. So, aber ich glaube, jetzt lassen wir es trotzdem. Hier ist halt der Bogen. Hier ist es halt mehr ein Bogen als hier, ne? Das seht ihr. Hier ist es wirklich so ein schöner Knick. Und so möchte ich sie haben. Das ist das, was ich haben möchte. Also ich denke mal, in 4 Wochen habe ich es dann, wenn ich es dann so zurechtgezupft habe. So, Augenbrauen fertig. Ladies, was machen wir denn jetzt? Ach, erst Browns machen wir eine Runde. Ich habe nämlich heute meinen neuen Bronzer bekommen. Den möchte ich sofort ausprobieren. Ich zeige ihn euch gleich mal, wenn ich ihn aufkriege. Hoho, Jube. Seht ihr den? Der schimmert so schön. Das ist aus unserer Beachfront-Kollektion. Ich habe den Sunset genommen. Jetzt bronzen wir gleich mal. Da bin ich jetzt mega gespannt, wie der mir Farbe hinzaubert. Oh ja, oh cool. Der ist ja richtig geil. Ja. Cool. Ein bisschen rüberschieben. Ich tupfe jetzt erstmal nur rein, weil ich glaube, dass der extrem pigmentiert ist. Das ist ja bei den meisten Sachen von uns. Ja, das wird schon so, wie ich das haben möchte. Hallo Andrea! Cool! Ich glaube, du hast es auch noch nicht live geschafft, ne? Ja, es ist, weil ich heute mal eine ganz andere Uhrzeit habe. Jetzt habt ihr alle eure Kiddies schon ins Bett gebracht und habt Zeit für die Mutti. Aber so soll es ja sein, dass ihr ein bisschen Zeit noch für euch habt. Und ich freue mich, wenn ihr mir zuschaut. Bin ich nicht so allein, ne? So, hier unten, ja, fürs Doppelkinn. Leider Gottes, das habe ich halt nun mal. Ich
bin ja eh gerade wieder auf dem Kriegsfuß mit meinem Gewicht. Obwohl die Ärzte immer sagen, ich soll mich damit anfreunden. Ich werde wohl nicht mehr anders werden, aber ich akzeptiere das noch nicht so ganz. Seht ihr das? Ich finde, das zaubert gleich so ein bisschen Frische rein. Ich glaube, wir machen heute auch mal Rouge drauf. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Aber das machen wir am Schluss. Das ist echt schön. Cool. Wie gesagt, Farbe Sunset. Cooles Teil. Ich freue mich immer, wenn ich immer wieder ein neues... Ich finde es voll edel. Das wirkt fast wie Glas. Das ist echt richtig schön. Ich dachte, so meine alten... Naja, okay. Ich war halt auch vorher beim DM, ne? Wie die meisten von euch. Aber irgendwann wird man dann überzeugt. So, die Beauty Blender habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Das haben wir auch schon. Das ist noch gut. Ja, genau. Jetzt schlafen die Jungs und ich habe endlich Zeit. Genau, das dachte ich mir gerade schon. Das ist ja meistens so dann, ne? So, also Mädels, ich glaube, wir gehen heute wirklich so ein bisschen mit braunen Tönen. Ich habe mir da mal irgendwas rausgelegt, was vielleicht ginge. Abmattieren mit Discreet. Dann in die Crease mit Nonsensical. Und dann aufs Lid mit Gingerly. Und vielleicht noch so ein bisschen Conspicuous hinten drauf dann. Mal gucken. Also das ist jetzt, das ging jetzt gerade ganz schnell. Zack, rausgeschmissen. Schauen wir mal, ob das was wird. Hallo Katharina. Alles klar bei dir? Toll sind deine Fotos. Echt richtig toll. Hast du super gemacht fürs erste Mal. So, also ich mattiere mal ab mit Discreet was, ne? Ja. Ja, ich war alt. Ich muss schon dreimal drauf gucken. Also der Bronzer. Da habe ich mich jetzt schon ein bisschen verliebt. Ich finde, es sieht irgendwie schon gleich ganz anders aus, ne? Wahnsinn. Was so ein bisschen Farbe ausmacht. So. Wir mattieren ab. Sozusagen auch ein bisschen Vorbereitung für den restlichen Lidschatten, dass der besser hält. Und vor allem dadurch, dass man jetzt wirklich einen helleren Ton drauf macht, kommen dann die Farben kräftiger raus. Und das wollen wir ja. Soll ja schön ausschauen, ne? So, jetzt nochmal hier drüber. Und dann können wir gleich mit der Crease Brush starten. Crease Brush ist diese hier, die kleine Feine. Habe ich gerade noch sauber gemacht. Die waren nämlich von gestern noch grün, weil gestern hatten wir ja grün. Grün und lila hatte ich gestern. Da hatte ich voll Bock drauf. So, und zwar, wir gehen in die Crease mit. Ja, mit was gehen wir in die Crease? Nehmen wir. Ja, doch. Ja, wir nehmen das Dunkle. Nonsensical. Nonsensical. Magical. Sequel. Einmal reingetupft da. Oh, das war schon. Ich glaube, da mache ich erstmal. Jo. Wahnsinn. Also das ist wieder so ein. Da merkst du schon, wenn du rein tippst, Mist, das war zu viel. Deswegen am besten dann immer gleich auf die andere Seite mit hin. Ne? Das hat ja. Da müsst ihr ja eh noch hin und von daher. Dass man nicht zu viel auf einer Seite hat, ne? Ich hole halt dann immer lieber nochmal nach eigentlich, aber jetzt gerade bin ich da etwas stürmisch gewesen. Hallo Gatti! So, also erst wieder in die Lidfalte und hin und her, Scheibenwischer, kennt ihr jetzt alles schon. Ist halt schon richtig gut. Und ich könnte schwören, dass ganz viele, die jetzt schon öfter zugeschaut haben, schon wahnsinnig viel mitgenommen haben und auch schon viel gelernt haben und mit Sicherheit auch schon mal ein bisschen probiert haben. Das solltet ihr nämlich tun. Also, wenn ihr das möchtet, natürlich nur. Ne? Aber so war das nämlich bei mir auch. Ich habe immer zugeguckt, habe gedacht, das kann ich nie, das werde ich nie so hinkriegen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, jetzt probiere ich das doch mal. Jetzt hast du so lange zugeschaut,
mach's doch mal nach. Ja, und was soll ich sagen? Es wurde immer besser. So, jetzt werde ich erstmal verblenden. Ich nehme mal unsere, wo ist sie denn da? Die Fluffy Crease Brush. Das ist die, die noch im Monatsangebot ist. Und verblende es mal ein bisschen in die Falte schöner. Damit es noch zu hart ist. Ich denke, es wird heute jetzt mal nicht so ein extrem krasses Make-up, sondern eher mal doch für meine Verhältnisse was Zarteres. Auch wenn die Farben vielleicht doch ein bisschen dunkel sind, aber es sind jetzt heute keine Farben, bis auf das bisschen Rot, das ich dann vielleicht am Ende ein wenig draufsetze. Das weiß ich aber auch nicht. Es sind keine Farben, die jetzt so knallen. Also ich habe mir noch mal ein bisschen geholt. Hier fehlt mir noch ein bisschen was und ich muss auch noch ein bisschen höher ziehen. Ich will ja mein Schlupflid ein bisschen kaschieren. Seht ihr das? Ja, das ist halt, wenn man Schlupfleder hat, schade. Da sollte man dann auch am Ende hin, wenn man so wie ich jetzt gerade die Lidfalte da bearbeitet, das Auge auch mal dann offen lassen und dann die Linie nochmal nachziehen, weil wenn ich es zumache, sehe ich ja gar nicht, wo später dann die hin soll. Ne? Und seht ihr jetzt da? Jetzt habe ich da richtig Tiefe schaffen können. Das ist hier jetzt noch gar nicht. Seht ihr das? Der Unterschied ist schon, das macht wahnsinnig viel aus. Erst vorsichtig wieder, weil ich gerade nochmal, ja genau, das war schon. Jetzt mache ich erst zu und verblende es und dann mache ich vorsichtig das Auge auf. Das funktioniert auch total gut. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Ich tupfe mal vorsichtig erst. Jetzt. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt war es genug Farbe. Die Woche mal vielleicht mal wieder eine Umfrage starten oder ihr könntet auch mal was zum Beispiel jetzt unter dem Video kommentieren, wenn ihr euch irgendwas Besonderes wünscht, irgendwelche besonderen Farben oder irgendein besonderes Produkt, dass ich auf eure Wünsche ein bisschen eingehen kann. Ich ziehe mir jetzt gleich von dem Braun das so ein bisschen unter das Auge, machen wir heute mal mit dem nur einfach. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon, ne? Das reicht mit dem nicht. Muss ich den anderen nehmen? Ich nehme den hier, den flachen. Seht ihr? Ich das ein bisschen runterziehen. Und wie gesagt, ne, mein Kind da drüben, der stirbt nicht. Der spielt. Keine Ahnung, was die gerade wieder zocken. Seht ihr das? So ist das Ganze etwas abgerundet. Hallo Kerstin! Schön, dass du auch reinspitzt. Also wie gesagt, ich würde echt gern mal so ein bisschen was machen, was ihr euch wünscht. Deswegen, wer mag, kann gern unter dem Video heute mal kommentieren, was ihn denn interessiert oder welche Farbkombi. Also ich würde euch gern so viel zeigen. Ist noch immer schwierig. Hi Eva! Ja, cool! Ja, ja, ja. Jetzt kommen sie alle. Ihr habt jetzt alle eure Kids ins Bett geschmissen, ne? Morgen geht's los, Eva. Ich habe mir schon Farben rausgesucht. Ich bin mal gespannt, was es wird am Ende. Echt mal gespannt. So. Wir waren heute langweilig. Heute mal nur braun und beige. Beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen Rotglitzer. Zu was? Zu? Ach, ui. Ich dachte gern, was will sie von mir? Ah, lustig. Yeah. Ja, ich weiß selber noch nicht. Mal gucken. Ja, ich bringe einfach mal das mit. Ich habe mir irgendwas gespeichert. Habe mir auch frisurentechnisch schon was gespeichert. Also ich hatte so eigentlich auch schon mal, das ist halt schon ein paar Jährchen her. Ich will es jetzt vielleicht nicht ganz so kurz, wie ich es damals hatte, aber auf jeden Fall viel kürzer wie jetzt. Ich weiß noch nicht.
Das bequatschen wir morgen in Ruhe. Ja. Da lachst du, ne? Ich denke mir echt, was willst du von mir? Geil. So, übers Lied gehen wir heute mal mit Ginger Lee. Schau mal, wo ist denn meine Deluxe? Da. Einmal Deluxe, bitte. Seht ihr? Oh, ist die nicht geil? Die ist mega, die Farbe. So, die setzen wir jetzt mal schön aufs Lied. Also echt Holzzimmer für meine Verhältnisse wirklich richtig. Ja, brav. Aber muss auch mal sein, ne? Es mag ja nicht jeder so Make-up, wie ich das möchte. Aber seht ihr jetzt mal schon den Unterschied? Mal die andere Seite. Ja, die Eva, die schneidet mir morgen meine Haare. Schauen wir mal, was rauskommt. Cooles Bändle im Haar. Ja, du, soll ich dir was sagen? Ich glaube, das habe ich damals bei eBay oder so gekauft. Das war gerade teuer. Hört ihr das? Man mag eigentlich echt, der stirbt in seinem Zimmer. Die Frau Meier oben gibt echt wieder die Krise. Ich denke, was machen die mit dem Kind? Wenn der zockt, ne? Echt, das ist schlimm. So, schön. Ich verblende jetzt nochmal. Ein bisschen, ne? Ja, ich habe mir mehrere so Bänder gekauft, weil ich finde, das ist eigentlich, wenn du da eh schminkst und machst, musst du ja eh irgendwie alles so ein bisschen weg haben. Und dafür ist es perfekt. Nö. So, jetzt gehen wir trotzdem nochmal. Habe ich noch was Dunkleres? Habt ihr das gehört? Ich glaube, ich habe doch ein Mädle. Ja, wenn immer noch Marvelous. Mit Marvelous gehen wir mal jetzt in die äußere Falte, in die machen uns ein V. Wir kreieren uns ein V. Wie ihr seht, vorsichtig sein. Ja, Jonas hat Spaß, ganz genau. Also manchmal, ne, denke ich mir echt, ich habe da Mädel drüben hocken wie der Gilft. Soll ich dir was sagen? Da wird 18. Oh Gott. Ich bin alt. Daran merkt man es dann doch. Das hat ja schon fast ein bisschen was von Smokey Eyes, ne? So ein little bit. Ja, verrückt. Aber schau mal deine an. Ich finde es auch so krass, wie groß die schon sind. Das ist echt übel. Das ist schön, Mädels. I like it. Ah, die Kiddies. Schnell werden sie erwachsen. Bei uns ist das jetzt echt schon wieder ganz anders. Der braucht uns schon immer. Leider. 8 und 5, ja genau, siehst du? Das ist doch Wahnsinn. Oh Gott, 5 für die Klee schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Oh, mir wird schlecht. Ja, okay, ich sehe es halt dann auch immer gerade beim Finn, ne? Dadurch, das ist ja. Ich finde, an so kleinen Kindern ist es immer ganz heftig. Da merkt man die Zeit halt immer extremst heftig. Also. Na, ja. Wie gesagt, meiner ist jetzt 17, fährt seit Oktober mit uns Auto, also halt begleitendes Fahren. Jetzt hat er sich letzte Woche noch einen Roller gekauft, das heißt, ist er tatsächlich wirklich immer on Tour und vor allem halt alleine dann auch on Tour. Da werde ich wahrscheinlich in Zukunft mehrere Nächte schwitzen zu Hause. Hi Andi! Gefällt dir Heike? Na, das ist doch gut. Sag ja, ne? Halt heute mal ein wenig. Ja, schön. Doch, mir gefällt es aber auch. Ist aber noch nicht ganz fertig. Das machen wir jetzt mal doch noch. Und zwar. Andi, du hast mich erschreckt. Conspicuous haben wir da noch. Das nehmen wir jetzt mal noch und hauen uns das mal da vorne drauf. Mal schauen, wie das aussieht. Ich mache mir aber meinen Pinsel nass. Mit Setting Spray.
Set it. Ja, da muss ich ja vielleicht morgen früh, ich komme um 11:30, glaube ich, ne, Eva? Muss ich ja irgendwie vielleicht nochmal vorher umgehen und mir meinen Look für die Haare machen. Geile Farbe. Ich glaube, ich habe die schon einmal gehabt. Auch auf so einem, da hatte ich mal so ein rot-braunes Make-up. Die ist ja echt cool. Das tupfe ich mir jetzt wirklich nur drauf, weil das ist so ein metallischer Ton. Du bist gespannt, Andi, wie ich danach ausschaue? Ja. Habt ihr ja gesagt, ne? Ich finde Frauen mit Glatze toll. Ich glaube, dann wird meine Ausflip. Das ist für den eh schon schlimm. Oh, mich nervt das. Ich habe ja früher meine Haare ja mal eine Zeit lang wirklich auch ganz, ganz raspelkurz, wie nennt man das? Halt ganz kurz gehabt. Raspelkurz heißt es, ne? Und das hat ihm ja gar nicht gefallen. Oh. Wann lässt denn deine Haare wieder weg? Ach, und ich finde jetzt, irgendwann kommt man auch so in ein Alter. Boah, ist das schön. Da muss das nicht mehr so sein. Aber naja. Männer. Das, wisst ihr aber, Raspelkurz, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja. Ich beschwere mich ja nicht, dass er so kurze Haare hat, oder? Glaub's ja nicht. So, ich glaube, wir machen das jetzt wirklich auch immer so da drauf. Gar nicht weiter, aber da ist noch weniger. Siehst du, Andi, jetzt ist hier der Rollo unten. Und schon ist es wieder andersrum. Jetzt ist hier mehr als hier. Siehst du das? Ich kriege auch irgendwie nicht mehr drauf gerade. Das ist manchmal komisch. So, aber jetzt habe ich mal richtig. Ja, oh ja. Ja, stufig will ich es halt haben. Die Männer ohne Worte, genau. Geklappt. Ich war jetzt, mir dürfte eigentlich fast gar nicht erzählen, ich war jetzt echt 5 Jahre nicht mehr beim Friseur. Soll geil. Ich habe bei dem mal selber geschnippelt, Zopf gemacht und ab. Ja, welcher Mann mag schon kurze Haare? Ich verstehe es nicht, weil ich finde, es gibt so geile kurze Frisuren. Also ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen. Warum die das noch mögen. Männer. Versteht man nicht. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Highlight ins Innerauge. Und da muss ich hier noch ein wenig blenden, sehe ich. Weil das ist da extremer als da. Aber erstmal ins Innere. Natürlich, wie immer, mit Optimistic. Also das ist meine allerliebste Highlighterfarbe. Und Innenaugenfarbe. Seht ihr das? Ich finde, das ist jetzt schon. Was heißt hier Biggie? Ist das so? Ja, mal gucken. Machst du denn morgen schön Stuhlflennerei? Machst du den kürzer? Und dann schauen wir mal. Wir müssen das Grau abdecken. Das Grauen kommt. Obwohl ich ja echt nichts sagen darf, ne? Ich werde jetzt 43 und ja, du siehst es ja dann morgen. Also jetzt geht es wirklich gerade los. So vereinzelte, vorher hatte ich ja noch gar nichts. Ich darf echt nichts sagen. Kenne ich Mädels, die schon viel früher Probleme hatten. Das ist ja normal. Gehört auch dazu. Ich finde ja so, das ist jetzt gerade so in, ne? Diese, ja, grau sozusagen. Aber das könnte ich mir nicht an mir vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Bin ich irgendwie nicht der Typ dazu. Allgemein zu hell. Mit helles, außer Strähnchen oder so vielleicht auf Wängen, aber sonst. So, jetzt blend mal immer nochmal. Blend it out. Blend it out. Was mir auch fehlt, ist Musik. Das regt mich auf. Das Gefühl, dass hier irgendwie noch niedriger ist.
Was, dein Mann mag kurze Haare? Meine sind so schon grau. Bist du blöd? Wo sind bei dir die Haare grau, Andi? Oh, glaub's oder nicht. Du hast doch keine graue Haare. Das finde ich ja cool, Andrea, dass bei dir dein Mann das mag. Finde ich echt cool. Ja, du hast ja auch ein bisschen kürzere, aber ich hatte sie ja mal zeitlang wirklich ganz kurz. Da waren die oben echt nur so. Da habe ich mir immer in der Mitte wie so einen Irokesen-Schnitt sozusagen gemacht. Aber ich fand das cool. Das war 2010 oder so. Irgendwann da in der Zeit war das. Und da hatte ich sie dann echt länger. Oh, das ist so schön geworden. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Da müsst ihr jetzt durch. Hallo, klar, an den Seiten, wo denn? Also ich habe bei dir noch kein einziges graues Haar gesehen, Schnecke. Mach dir da mal nicht so viel Gedanken. Da muss man suchen gehen. Das gefällt mir noch nicht hier, Mädels. Hier ist so eine komische Kante. Schauen wir mal gleich, wenn der Epic drauf ist, wie das dann wirkt. Das ist schon schön. Ich komme mal näher. Das finde ich immer leichter, dann für euch zu sehen. Das sind schön, die Farben. Echt schi. Schi, schi. Ich glaube aber, typisch Biggie, ich muss noch mal da oben drüber. Nämlich weiß oder nämlich das. Warte mal. Mit Discreet nicht. Machen wir da, das war gestern eigentlich ganz cool. Für unter die Augenbraue. Das Weiß aus der Monatsangebotspalette. Das nehme ich mir jetzt. Jetzt brauche ich nur noch einen Pinsel, der noch nicht eingesaut ist. Ich glaube, der ist gut. Und setze mir jetzt dann nochmal hier unter die Augenbraue so ein bisschen Weiß. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich das mir denke. Der Blauen. Dann wirkt das gleich nochmal anders. Das mag ich eigentlich ganz gern. Es gibt ja auch viele, die gerade jetzt auch die Augenbrauen ja richtig mit Concealer noch hier in Shape bringen. Aber mir reicht das, glaube ich, so. Ich will das gar nicht so extrem haben. Das soll einfach schon ein bisschen abgrenzen und ein bisschen kontuieren eigentlich dann auch, ne? Aber ich will es jetzt nicht zu hart haben, die Linie. Ich bin da ja eh immer. Ich mag das schon ganz gern, aber versuche es dann trotzdem irgendwie noch so ein bisschen weicher zu gestalten. Also ich mag es halt so, das muss ja jeder selber wissen. Ne? Andere würden sagen, um Gottes Willen, was ist denn das? Gefällt mir so gar nicht. Aber so ist es ja, ne? Jeder wie er mag. Ja, und ich mag das so. Sehr cool. So, jetzt highlighten. Oder machen wir erst. Ne, wir highlighten erst. Heute mal andersrum. Mascara kommt danach. Highlighten natürlich wie immer. Mal optimistisch. Ich mache heute mal kein Contouring. Wir lassen das heute mal. Ich habe vorhin schon ein bisschen Bronzer drauf gemacht. Ich finde, dass das immer ganz gut. Schon reicht. Außerdem, ne, es ist 9:30. Contouring für die Decke im Wohnzimmer, für die Kissen. Das ist immer lustig. Aufs Nische. Das ist ja auch sowas, ne? Wie die glänzt heute wieder. Schon eigentlich ohne. Hi, Schwesterherz. Alles gut. Die Augen hast du ja, bis auf die Mascara hast du die jetzt doch verpasst, ja. So was aber auch, glaub's ja nicht. Ich habe heute noch mal ein Video gesehen, zwecks, weil ich jetzt gerade sachkontuieren. Und zwar, ohne Moment, habe ich sowas, finde ich nicht wie immer. Hä? Ah, ich weiß schon warum. Moment. Mir fehlt was. Schon wieder. Und zwar habe ich heute was gesehen, ein Video gesehen, wie man eigentlich die Nase total richtig kontuiert.
Das ist aber ewig und 3 Tage. Also ich glaube, das Video ging 10 Minuten oder so. Das ist mir dann doch zu lang. Aber, oh Mann, der ist mir echt abgebrochen, Leute. Schaut mal. Naja, muss man halt wenig sorgsam mit umgehen. Aber er fällt immer raus. Jetzt mache ich trotzdem mal hier noch so ein bisschen. Mit meiner Nase stehe ich ja schon mein ganzes Leben auf Kriegsfuß. So, schauen wir mal, ob ich das heute mal ein bisschen besser hinkriege. Ich bin immer zufrieden mit meiner Nase, mit dem Kontrollieren. So, Blending Eye ist feucht. Machen wir erstmal hier. Datelle. So, jetzt wird's lustig. Das mal ein bisschen rausblenden. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Diesmal. Irgendwie sieht es bei den Mädels immer schöner aus wie bei mir. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch Einbildung, ne? Das hat man ja oft, dass man einfach denkt, bei einem schaut es einfach nicht so aus wie bei den anderen. Ich finde, die ist immer noch scheiße. So, jetzt wisst ihr das. Ich hätte die auch mal gern so schön schmal geschminkt. Naja. Blenden wir mal weiter, ne? Weil sonst sieht es richtig komisch aus. Ich glaube, ich gehe aber trotzdem noch mal da drüber. Nehmen wir mal das andere Ei. Oh ja, das ist auch noch schon feucht. Naja. Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss das doch mal erstmal noch mal testen mit diesem Video, das ich da gesehen habe. Das war echt krass. Weil irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass die Nase noch schlimmer ausschaut als vorher. Oder bilde ich mir das noch ein? Sag doch mal was. Keiner traut sich, was zu sagen. Nee, du bleibst bitte da. So, jetzt machen wir nochmal das Glitzi-Glitzi-Fall drauf. Und jetzt gehen wir mal an den Mascara. Wo bist du? Epic, epic, epic. Epic. Ach ja, epic. Hat echt fast ein bisschen was von Smokey Eye, ne? Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Mal die Wimpern noch schön machen. Mädels, was soll ich machen morgen? Soll ich in die Haare ein bisschen Rot mit rein machen lassen? Oder, das hatte ich schon mal, so, ja, so ein bisschen einen helleren Ton, fast so wie Gold. Vielleicht so ein paar Strähnchen. Ich habe lauter Fotos gestern schon rausgesucht. Und so richtig entscheiden kann ich mich nicht. Ich finde ja eigentlich, aber ich denke, also das steht mir nicht. Ich finde ja richtig rote Haare total geil. So dunkelrot, Gold, ja. Gold hatte ich schon mal. Ich hatte schon mal so verschiedene Goldtöne als Strähnchen. Das war eigentlich schön, ja. Aber Rot finde ich halt schon geil. Du meinst auch heller? Naja, dann wird es wohl so werden. Ich zeig dir das dann mal morgen, Eva. Also beim einmal sind es einfach so, ja, wie kann man das? Fast so Kupfertöne, die dann mit drin sind im Haar. Und bei dem anderen ist es einfach eben heller, so fast golden dann. Halt einmal mit Rotstich und einmal ohne Rotstich. Naja, mal schauen mal. Also gut. Seid ihr alle langweilig. Nein, alles gut. Schaut mal, so wie da, das Rot, das ist doch schön. Ey Leute, guckt euch mal meine Wimpern an. Ich bin so glücklich. Ich
Ich habe endlich richtige Wimpern. Schau mal. Mittlerweile, ihr müsst echt mal die alten Bilder anschauen von mir, noch vor, was weiß ich, 2, 3 Wochen. Da hat man vom Mascara, wenn ich gerade geschaut habe, fast nicht, also von den Wimpern, fast nichts gesehen. Und jetzt, ey, das, die haben richtig einen Schwung schon. Ich bin total begeistert. Also das Serum ist der Knaller. Wenn das leer ist, hole ich mir sofort neues. Das wird weiterhin, ich mache es jetzt ja nur abends drauf, ne? Man kann es ja sogar früh und abend drauf machen. Aber ich mache es einfach jeden Abend. Und das hat jetzt schon so viel geholfen. Also wenn ich das wahrscheinlich weiternehme, kriege ich irgendwann doch nochmal richtig geile Wimpern. So genial ist mein, ja, wir schauen erstmal die Farbtabelle an, genau. Mein geniales Braun, so genial ist es nicht mehr, leider. Das war früher, also das muss ich schon ehrlich sagen, da haben immer viele Leute gesagt, oh, hast du deine Haare getönt oder gefärbt, die sind so schön dunkelbraun. Nee, die sind so, aber jetzt so langsam, ich finde, ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären soll. Die haben eigentlich früher auch immer schön geglänzt und so, das ist irgendwie alles, ja, das kann natürlich auch durch die ganzen scheiß Medikamente sein, ne? Möglich. Aber das ist irgendwie nicht mehr so. Das wird auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie so Straßenköderbraun. Früher war das einfach ein richtig schöner, satter, dunkler Braunton. Aber das ist irgendwie nicht mehr. Naja, mein Gott. Dafür habe ich ja jetzt Locken, ne? Das ist ja der Oberknüller. Also da, wenn ich ja nichts mache an meinen Haaren, also wenn ich die Luft trocknen lasse, dann habe ich echt Locken. Ich hatte früher arschglatte Haare. Ich weiß auch, was da schon los ist. Früher wollte ich immer Locken haben und jetzt bin ich angenervt von den Locken. Naja. Das ist echt komisch. Wie ist denn das, Eva? Verändert sich irgendwie die Haarstruktur immer wieder mal? Du bist doch Profi. Ich habe da null Plan von. Da lacht sie. Ja, du hast ja auch Locken, ne? Mal gucken, ob du dann mal schauen, so in 5 Jahren, vielleicht dann glatte hast, Andi, und ich habe dann deine Krause. Wer weiß. Mädels, schaut mal, das ist schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, ich nehme mal nochmal die Fluffy. Muss mal nochmal kurz so ein bisschen da was Glitzeriges hinhauen. Das muss noch sein. Die Seite, ne? Da gefällt mir jetzt echt meine Augenbraue richtig gut. Da habe ich es jetzt echt mal richtig cool hingekriegt. So soll die dann auf der anderen Seite bitte irgendwann auch sein. Schauen wir mal. Mädels, was machen wir auf die Lippen? Splash heute, oder? Wir splashen. Was haben wir denn da drauf? Oh, da könnte man mal wieder Spray nehmen, ne? Ja, ist doch so, Andi. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Also ich glaube, ich nehme Spray. Das nehmen wir dafür ein Liner. Liner. Tja, wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Wäre das schon cool. Ich muss mal kurz das komische Licht da anmachen, Mädels. Warte mal. Ja, so wie sich die Haut verändert, so auch die Haare. Okay. Warum deine Augenbrauen verwirrt? Ja, ich habe die gestern Abend wegen gezupft. Und jetzt, also wie gesagt, die da ist schon, kommt jetzt da so langsam hin, wo ich hin will. Es wird, das ist echt doof, ne? Also meine Haut, ja, ich habe halt diese Kuparose oder Rosacea, weiß nicht, ob das was sagt. Die habe ich halt das gekriegt vor, na, so seit einem guten halben Jahr. Ja, und wie gesagt, wenn die Haare so seit eineinhalb Jahre, wenn ich die wasche, also wenn ich die einfach nur wasche und nass lasse und lasse die Luft trocknen, dann haben die Locken. Das ist echt crazy. So Mädels, ich brauche mal kurz hier Licht. Ich glaube, ich nehme tatsächlich, die fallen mir alle dazu. Was haben wir denn da noch? Wir haben immer viel mehr, ne? Das haben wir noch. Das könnte vielleicht, ja, ich glaube, das nehme ich. Ich
Nimm Plasch. Plasch, Plasch, Plasch. Plasch, Plasch, Plasch. Das ist wieder mal ein lustiges Licht, ne? Hm. Das ist mal so geil. So, ich mach's wieder aus. Ich hab einen Vogel, Leute. Aber naja, das wissen die meisten eh schon. So, machen wir mal ein bisschen Lip Lining, ne? Den hätten wir einmal spitz können, Frau Ulrich. Naja. Merke, vor jedem Live Lip Liner spitzen. So, jetzt kommt, das ist der einzigste braune, den wir haben, also braun. Ich finde fast, der ist so kupfer, ja, so ungefähr, kupferig. Was hier noch drüber fahren? Besser. So, Achtung, Ladies. Coole Farbe. Echt schön. Aber was an dem geil ist, der ist ja kussecht. Also wenn du dir den früh drauf machst, hast du dann ewig. Sicherlich also irgendwann nutzt das sich dann schon mal wegen ab, aber das dauert. Ich kann gerade nicht sprechen. Ich finde uns das Blush sind eh unschlagbar. Das geilste Zeug, was es gibt. Ich liebe die. Irgendwann habe ich alle, ich schwör's. Ich habe ja jetzt schon, wie habe ich denn noch? Mal kurz zählen, Moment. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ist noch Luft nach oben. So, Mädels, schaut mal. Ich bin zufrieden. Ich finde das schön. Jetzt mache ich noch ein Foto. Wie immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video teilt oder liked. Ihr wisst ja, Herzchen oder Däumchen nach oben. Das hilft mir immer super. Teilen hilft mir mega, 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 mega. Und wenn ihr das tut, fände ich es cool, wenn ihr mit Hashtag geteilt oder Hashtag shared kommentieren würdet. Nee? Also, Eva, wir sehen uns morgen. Andrea, wir sehen uns mit Sicherheit auch irgendwann die Woche. Habt noch einen schönen Abend. Geli, bist du euch noch da? Keine Ahnung. Habt noch einen schönen Abend. Ich mache jetzt ein Foto und dann geht's ab auf die Couch zu meinem Schätzle. Und dann gucken wir vielleicht noch einen Tatort. Wir sind noch Tatort-Freaks. Habt einen schönen Abend. Bis morgen.